So bekommst du einen der geilsten Outfits in GTA Online. Moin Leute, euer Wombat wieder am Bombus und schon wie eben gesagt, zeige ich euch in diesem Video, wie ihr einer der geilsten Outfits in GTA Online bekommen könnt. Und das ist super leicht, nämlich das Paramedic bzw. Sanitäter Outfit. Aber bevor wir mit dem Video starten, würde ich euch schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und für die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst was die krassesten Glitches in GTA Online. Also ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Was braucht ihr für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr einmal einen ganz bestimmten Job, den ihr euch markieren müsst im Social Club. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch noch den LCD-Kopfhörer. Das ist ein Ausrüstungsteil, den ihr bei Ammonation kaufen könnt für ein paar tausend Dollar. Ist jetzt nicht viel. Und zu guter Letzt braucht ihr einfach kurz einen Kollegen, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Habt das Ganze sehr gut, dann können wir mit dem Glitch anfangen. Als erstes seid ihr mit euren Freunden einfach in irgendeiner GTA Online-Sitzung. In meinem Fall habe ich diesen Glitch in einer Freundesitzung aufgenommen. Denn wir starten jetzt einfach den markierten Job. Den Job findet ihr einfach, wenn ihr auf Optionen geht, auf Online, Jobs, Jobs spielen, markiert und dann Last Team Standing, denn dort sind die Jobs. So, jetzt müsst ihr erstmal mal schauen, welchen Job ihr startet, denn dieses Sanitäter-Outfit gibt es in zwei Farbvarianten, einmal in grün und in blau. Je nachdem, welche Farbe ihr wollt, müsst ihr natürlich auch schauen, welchen Job ihr startet. Und jede Farbe hat wiederum auch selber nochmal zwei Varianten, nämlich einmal kurzärmelig, aber auch einmal mit Pullover. Nämlich der Hoster bekommt immer das kurzärmelige. Und falls ihr die Pullover-Version haben wollt, dann muss euer Freund den Job starten. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Gut, habt ihr euch entschieden, wer jetzt der Hoster sein soll von diesem Job, geht jetzt beide in den Job hinein und startet den Job auch einfach. So, seid jetzt im Job angekommen und seid auf dem Flugzeugträger da, dann öffnet ihr das als Interaktionsmenü, geht auf Stil, geht auf Accessoires und bei Ausrüstung drückt ihr nur einmal die linke Pfeiltaste, denn dann sollte der LCD-Kopfhörer ausgewählt sein. Ist jetzt bei euch der LCD-Kopfhörer ausgewählt, dann schließt das Interaktionsmenü, geht aufs Handy, geht auf Jobliste, drückt jetzt Viereck und bestätigt das Ganze, dass ihr den Job jetzt verlassen wollt. So, wenig später werdet ihr in GTA Online spawnen und BOOM! Ihr habt das Outfit schon an. Aber Leute, das Outfit ist noch nicht abgespeichert. Um das Ganze jetzt einfach abzuspeichern, müsst ihr es theoretisch einfach nur zum Kleidungsgeschäft, zum Apartment oder auch einfach zu Ammonation. Denn dort könnt ihr das kleine Stück auch einfach abspeichern. Und sobald ihr das kleine Stück abgespeichert habt, gehört es euch. Wie geil ist das denn? Und Leute, das war schon der ganze Kleidungsglitch in diesem Video. Wenn euch dieses kleine Kleidungsglitch-Video gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, einen fetten Daumen nach oben da lassen könntet. Aber ich bin raus, euer Wombat. Ciao.